Halli, hallo, hallöle. Hier ist der Lars aus dem wunderschönen Alanya. Ich bin gerade überlegen, auf welchem Kanal dieses Video am besten kommen sollte. Aber ich glaube, es passt am besten auf Alexandra und Lars. Bei dir, Alexandra sitzt da hinten. Die Kinder spielen hier. Wir sind ja auf einem Spielplatz im schönen Alanya. Es sind über 30 Grad. Ich glaube, 32 müssten sein im Schatten. Es ist aber noch gut auszuhalten. Nächste Woche bin ich in Dubai. Mal gucken, wie das geht. Ja? Das Video wollte ich schon seit ein paar Tagen machen, weil mir es extrem aufgefallen ist, wie schnell man doch in Fallen läuft. Und ihr müsst so aufpassen, dass ihr da nicht euch selber ein Bein stellt. Ja? Die Algorithmen des Internets werden immer besser. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr. Und ihr kriegt oft nur noch die Sachen angezeigt, die euch wirklich interessieren. Es gibt ja, glaube ich, eine Netflix-Dokumentation, das Problem mit den sozialen Medien oder sowas heißt das, glaube ich. Und da wurde das ja auch erklärt, dass du so in Blasen gefangen bist, ja. Und mir fällt das extrem auf in meinem YouTube-Feed. Also YouTube hat jetzt so einen komischen Algorithmus. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, YouTube zu gucken, weil mir überhaupt nichts Neues mehr vorgeschlagen wird. Ja, ich hatte vor kurzem, schon ein paar Wochen, Monate her, habe ich aber sehr viele so japanische Videos geguckt von Leuten, die im Minicamper wohnen oder im Auto oder am Wochenende mit so einem umgebauten Transporter rumfahren und sich dann da was grillen und so. Also so Campingvideos in Japan fand ich voll super, hatte die Kanäle nicht abonniert und jetzt werden die mir nicht mehr angezeigt. Und dadurch, dass die japanische Schriftzeichen haben, habe ich keine Ahnung, wie die heißen. Ja? Und es wird mir einfach nicht mehr angezeigt auf meiner Startseite. Das ist ganz heftig. Ja? Und natürlich könnte ich die über meinen Verlauf irgendwie suchen, aber das ist jetzt schon Wochen und Monate her. Früher war es so, dass es immer wieder angezeigt worden ist. Sachen, die ich jetzt, was ich, wo ich von Kanal 50 Videos geguckt habe, wurde mir wieder gezeigt. Jetzt ist es so, dass nur noch nach meinem Geschmack Sachen angezeigt werden. Und das sind dann momentan wirklich viele politische Videos. Aber in den 9 Tagen, wo die Alexandra weg war, habe ich sehr viel mich mit Aktien beschäftigt. Und sehr viele Aktienvideos gesehen, habe dann bewusst nach gewissen Themen gesucht, nach gewissen Unternehmen gesucht, nach gewissen Produkten gesucht, wie ETFs und Fonds und Einzelaktien und habe dann halt wirklich über diese 9 Tage ganz, ganz viele Finanzvideos gesehen von Leuten, die natürlich nicht das Gleiche denken, wie die Leute, die sonst in meinem Abo-Feed sind, weil das ja noch ein komplett neues Thema ist. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, habe mich bei einer Börse angemeldet, also bei dem Depot angemeldet, mit meiner einen Firma. Das war gar nicht so einfach, weil das eine GmbH war. Habe ich mit meiner Volksbank, haben wir Trade Republic privat und bla 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 bla. Und hatte dann mal 9 Tage lang komplett andere Videos gesehen und habe gemerkt, dass sich mein Denken total geändert hat, weil ich plötzlich dann nur noch diese Videos angezeigt bekommen habe. Der Aktienkurs von der Vonovia, der Aktienkurs von der Allianz, der Aktienkurs von Berkshire Hathaway und so Sachen und so fort. Und dann rede ich mit meinem Freund, René, kann ich gerne den Namen nennen, ja. Und er schickt mir irgendwelche News und ich denke mir so, ja René, so schlimm ist das jetzt aber nicht. Ne? Also die Wirtschaft ist ja wieder am Steigen und der US-Markt ist ja gut. Und es gibt immer Wellenbewegungen und alles geht doch langfristig nach oben. Und dann habe ich gemerkt, wie ich in der komplett anderen Blase war. Ja? Und der René und jeder, der hier zuguckt, ist in seiner eigenen Blase. Also man kriegt wirklich nur noch diese Sachen und zwar teilweise plattformübergreifend angezeigt, die einem bestätigen in dem, was man denkt, weil das guckt man ja länger. Also so funktioniert der Algorithmus. Du kriegst ein Video angezeigt, die Welt geht unter, du guckst das Video, kriegst du wieder ein Video angezeigt, die Welt geht morgen unter, endlich, und du guckst das Video wieder, weil das ist dein Thema, und dann kriegst du nur noch solche Videos angezeigt und hast keine breite Information mehr. Früher hat man sich ja viel mehr noch mit seinen Freunden und Kollegen unterhalten, man hat diskutiert, man hatte sich dann irgendwie so eine Mittelmeinung gebildet. Und das ist genauso schlimm, finde ich, wenn man in so einer Blase ist, alternativ wie nur Mainstream-Medien zu gucken. Das ist genau die gleiche Gefahr, weil du bist total geprägt von einer Meinung oder von einem Meinungsbild, ja. Und das ist halt total schlecht, ja. Und mir ist das total aufgefallen und ich versuche mich da jetzt ein bisschen von zu befreien, dass ich bewusst meine Abo-Box ein bisschen vielfältiger gestalte bei YouTube und auch ein bisschen mehr breit gucke und mich selber auch mal hinterfrage, was ich denn da so denke und so, ja. Ich war ja auch ein bisschen radikalisiert, will ich mal sagen, weil die äußeren Umstände halt auch sich sehr unfrei angefühlt haben, ja. Jetzt hat sich das ein bisschen gelockert. Ich bin nicht jemand, der vergisst. Also ich habe mir schon ganz schön gut gemerkt, was da die letzten Jahre mit uns gemacht wurde. Aber ich muss es ein bisschen relativieren, ja.
Das ist so, als wenn du bei der Resistance im Keller sitzt und die sagen, ja, die Nazis sind draußen und so. Gut, ein bisschen schlechtes Beispiel, ja. Aber wir hatten auch hier jetzt in Alanya sehr viele Leute, die aus den ähnlichen Gründen gegangen sind oder noch viel, viel extremer waren. Also wir waren auch die Leute, die eigentlich am seichtesten hier unterwegs sind. Paar echt radikale Meinungen hier gehabt. Und dann ist man auch hier in der Blase. Dann trifft man sich mit Leuten, lernt Leute kennen und die sind noch viel krasser als man selber. Und denkt so, boah, das ist eine bisschen krasse Meinung. Wer das Recht hat, darum geht es ja jetzt gar nicht. Sondern einfach, dass man halt in Blasen sich bewegt. Und das war immer schon so. Du sitzt in deinem Dorf und im anderen Dorf sitzen die anderen. Und die in dem einen Dorf sagen, die im anderen Dorf sind blöd. Und war früher ja auch so. Hatte ich hier gehört, da wo ich aufgewachsen bin, ne? Da haben sich das eine Dorf immer bei den Dorffesten mit dem anderen Dorf geprügelt. Und das eine war evangelisch, das andere war katholisch. Genau, so war das bei uns. Da, wo ich gewohnt hatte, das war evangelisches Dorf. Und ein Dorf weiter, 3 Kilometer zu Fuß über die Landstraße, das war katholisch. Und die haben sich dann immer bei der Kirmes, haben die sich die Köpfe eingeschlagen, ja, wenn sie einen im Tier hatten. Also es war immer schon so. Nur ist es jetzt halt alles im Internet, ja. Und man diskutiert halt nicht mehr miteinander, man redet nicht mehr miteinander. Und wenn man eine andere Meinung hat, dann ist man gleich doof. War vielleicht aber auch immer so. Keine Ahnung. Ich wollte euch nur warnen. Hinterfragt bitte alle News, die ihr teilt. Recherchiert bitte nach und überlegt, ob nicht auch mal was Gutes an Dingen ist. Und natürlich kann immer auch was Schlechtes bei Fortschritt dabei sein. Beispiel KI zum Beispiel. Ja. Die künstliche Intelligenz kann uns alle in den Abgrund treiben, wenn wir denen das Knöpfchen geben für die Atomwaffen. Dann radiert die wahrscheinlich die Menschheit aus wie bei Terminator. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass die Welt eine bessere Welt wird mit mehr Service, mit mehr Kundenorientiertheit, mit mehr Konzentration aufs Wesentliche. Oder es fallen einfach nur die ganzen Jobs weg. Das ist immer so ein Für und Wider mit allen Bereichen. Ja. Und ich versuche jetzt ein bisschen mehr, mich breiter wieder zu informieren und nicht so in meiner Blase zu sein. Genau, wollte ich euch nur mal sagen. Also mein Vorsatz für dieses Jahr, ich habe ja noch mehr Vorsätze, aber ich will jetzt einfach ein bisschen breiter mich informieren und einen guten Mittelweg finden.